Rätselgeschichten. Floridsdorf, Franz Jonas Platz, Endstation. Geschichten aus dem Gerätsel. Ja, also. Wie hieß jetzt nochmal dieser Kommissar? Ach so, mit diesem, das wolltest du. Ach, das wolltest du wissen. Ja, das war der Kommissar Klein, der rief mich so kurz nach 8 Uhr abends an. Und sagte, sie hätten jetzt gerade in der Trappentreustraße 35, das weiß ich noch, hätten sie zwei Leute festgenommen und bei einem dieser Leute hätten sie meine Adresse gefunden. Und das Problem ist, sie glauben, dass dieser Mann zu mir, dass er zu mir wollte, um das Allgäu ist heute unser Ziel. Ja, welcher Grund war das eigentlich? Das ist ein bisschen kompliziert. Um von mir Geld abzuholen. Hätte eine dieser Leute gesagt, sie hätten den Auftrag bekommen, sie würden helfen. Nee, warte, das ist falsch. Warte mal, das ist falsch. Ich habe das vorhin richtig, das habe ich dir richtig. Der Inspektor hat gesagt, dass sie zwei Leute festgenommen haben, und der eine hätte einen Zettel von mir. Und aus diesem Grund rief dieser Inspektor an, um mich zu warnen davor, dass da irgendwas im Busch wäre. Ne? Und dann wollte der Inspektor wissen, ob ich überhaupt Geld zu Hause hätte. Nicht? Und dann habe ich dem gesagt, ich verstehe, ja, Moment mal, nein, ich habe kein Geld zu Hause, ich habe nichts, vielleicht habe ich 20 Euro da, ich weiß gar nicht, was ich da habe. Und dann hat er gesagt, ja, aber könnte es nicht sein, dass Sie mehr Geld haben unter der Bettdecke, unter dem Kopfkissen oder, unter dem Kopfkissen? Dann habe ich gesagt, nein, ich verstehe überhaupt nicht, was das jetzt soll, nicht? Und dann hat er gesagt, es besteht die Gefahr, dass jemand kommt und Ihnen das Geld abnimmt und so weiter. Und da wollen wir Sie davor schützen, nicht? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment mal, das leuchtet mir alles nicht so richtig ein und so weiter. Erstens mal, ich kapiere das nicht, ich verstehe das Ganze nicht. Und ich habe kein Geld. Dann hat er immer wieder darauf bestanden, Sie haben doch Geld, ohne Schmarrn hat er gesagt, Und dann habe ich gemerkt, da stimmt was nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Geld unter dem Kopfkissen, ich habe auch Goldbahn unter meinem Bett, das ist alles klar, ne? Habe ich dem erzählt, nicht? Und dann merkte er, dass ich zu blödeln anfange, nicht, dass ich mit ihm zu blödeln anfange. Nicht? Und dann fing er natürlich an zu schimpfen und sagte, sie kapieren den Ernst der Situation nicht. Ne? Also sie kapieren den Ernst der Situation nicht. Dann habe ich gesagt, doch, ich kapiere schon den Ernst. Hier läuft irgendwas furchtbar falsch. Ne? Hier werde ich total verarscht oder irgend sowas. Nicht? Und dann fing er an, ist Ihre Freundin zu Hause? Dann habe ich gesagt, nee, ich habe keine Freundin zu Hause. Ihre Ehefrau zu haben. Da habe ich gesagt, was hatten Sie mit der Freundin, mit der Ehefrau? Ja, wir kommen hoch und ficken die. Habe ich gesagt, also jetzt reicht es mir. Wirklich, jetzt reicht es mir. Das ist eine Sauerei, was hier vorgeht. Ich lege jetzt auf Wiedersehen. Nicht? Und dann, ein paar Sekunden oder eine halbe Minute später, ging es nochmal los. Hat er wieder angerufen, merklich ist es wieder der Herr Klein, der Inspektor Klein, nicht und so weiter. Und dann habe ich gesagt, es ist Schluss, es ist aus, Ende. Ich mache hier mich nicht mit, ich lege jetzt auf, Wiederschauen. Ne? So ungefähr lief die ganze. Und dann habe ich gedacht, es wäre irgendwie
ist das jetzt hier für eine was ist das jetzt? Ist das eine Verarschung oder ist das jetzt ernst und weiter? Und dann später unter der Woche gab es im Bayerischen Rundfunk Nachrichten, dass hier Rentner wirklich ernsthaft bedroht wurden. Und dass man denen das Geld abgenommen hat. Die sind in der Angst, haben die das Geld, was sie unter dem Kopf, wirklich unter dem Kopfkissen hatten, haben die das in eine Plastiktüte und haben das runtergetragen. Diese armen Wahnsinnigen, verstehst du? Und da sind schon Millionenbeträge zusammengekommen. Kamen hier Nachrichten. Weißt du? Nachrichten im Bayerischen Rundfunk. Und zwei oder drei Wochen später gab es eine Sondersendung im Fernsehen vom Bayerischen Rundfunk. Das ist dann richtig hochgefahren worden, nicht? Irre. Nicht irre. Das habe ich dir nur erzählt, weil das wirklich auch mir passiert ist, ne? Naja. Nicht? Und die haben dich eben wegen deinem Namen ausgewählt. Ne? Und dann haben die eben im Bayerischen Rundfunk gesagt, die haben Namen ausgewählt, von denen sie annehmen, sie sind nicht so geläufig, nicht? Also müssten das vielleicht ältere Leute sein. Mhm. Und woher soll der wissen, dass ich ein Rentner bin? Oder woher soll, weißt du? Und an den Jungen geht man nicht dran, ne? Okay. Also wenn einer Jan Erhard heißt, dann denkt man, ah, der ist vielleicht 40 oder was weiß ich, nicht? Ja, der macht das sowieso nicht mit, nicht? Mhm. Und Dietrich ist so ein bisschen nicht so geläufig, nicht? Mhm. Also könnte das ein bisschen ein älterer Typ sein, nicht? Mhm. Und da haben die eben, fingen die an, das ist wirklich ernsthaft, und, nicht? Und an dem Abend habe ich noch nicht gedacht, dass es so, sondern ich dachte, hier ist einer, der verarscht mich nur. Mhm. Der hat Zeit und will irgendwie nur mir Angst einjagen. Mhm. Nicht? Das habe ich gemerkt. Mhm. Aber das ist wirklich, die haben Millionenbeträge. Das hätte ich nicht gedacht später. In München. Mhm. Nicht? Und jetzt das war jetzt vor zwei Wochen in Schweinfurt. Ach. Mhm. Also es ist in Unterfranken ist es. Mhm. Da haben sie dann Bayerischen Rundfunk wieder gebracht, Nachrichten. Also in Schweinfurt ist wieder so eine Sache los. Mhm. Bitte machen Sie dann nicht mit. Mhm. Ne? Mhm. Also sie sind jetzt von München weg. Mhm. Und wie man an die Leute rankommt, ist wahnsinnig schwierig. Weil ich, wie ich schon gesagt habe, die sitzen in der Türkei oder irgendwo und da kommt man nicht ran. Ne? Mhm. Man kommt nur an diese Läufer dran, die dann dieses Täschchen mit dem Geld nehmen und die hat man schon. Aber der Kerl weiß von nichts. Mhm. Der hat von nichts eine Ahnung. Also liebe Leute, liebe Rentner, bitte das Geld nicht in Plastiksäcke auf die Straße tragen, wenn ihr angerufen werdet in Schweinfurt. Achtung, Schweinfurt jetzt neue Hochburg der Betrüger. Ja, genau. Bitte aufpassen, bitte Türen abschließen in der Früh und am Abend und dann auch das Geld am besten auf mein Konto überweisen. Da ist es sicher. Ja, oder auf mein. Deins. Ja. Ist noch sicherer. Ist noch sicherer. Denn der Herr Erhard hier, der Dieter, der kennt sich aus mit Betrügern und der weiß, wie man die auch am Telefon austrickst. Ne? Ja, genau. So ist es richtig. Was? So, nicht anders. Nicht anders. Also, ja, das war's von uns hier. Ja. Bis dann. Ja. Grätzelgeschichten. Schleutzdorf, Franz-Jonas-Platz, Endstation. Geschichten aus dem Grätzl.